willkommen zu deinem Lebe-Glücklich-Podcast, dein Podcast für deine Seele. Mein Name ist Linda Kiese und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast, denn heute geht es um das Ende der Illusionen, um das vereinigte Chakra. Und bin ganz ehrlich, ich freue mich total, mit dir heute über das vereinigte Chakra reden zu können. Vor allen Dingen auch über dessen Auswirkungen, wenn es aktiv ist. Ja, denn das, was wir da erleben, das durfte ich schon erleben und es hat mich so unglaublich berührt und ja, mein Leben sehr, sehr verändert. Ich habe es schon in der letzten Podcast-Folge bei den Chakren, also in der letzten Mittwochs-Podcast-Folge bei den Chakren erzählt, dass ja, wenn die wirklich die überdimensionalen Chakren sich aktivieren, das ist unglaublich, das ist auch sehr schwer zu verstehen, wenn man das selbst noch nicht erlebt hat. Und manche von euch werden das, was ich hier mit euch teile, mit dem Verstand begreifen oder begreifen wollen. Andere hören meine Worte mit einem, ja, in einem Selbsterfahrungskontext, vielleicht könnte ich es so formulieren. Und ich werde mich bemühen, das vereinigte Chakra so einfach wie möglich zu erklären. Und wir haben die Möglichkeit, das eben vom Verstand her zu begreifen und zuzulassen, einfach mal anzunehmen, was ich so sage und es mal stehen zu lassen. Ja, und für alle diejenigen, die selbst schon mal reinschnuppern durften in solche Erfahrungsfelder, die werden das natürlich nochmal auf einer ganz anderen Ebene verstehen. So oder so bin ich der festen Überzeugung, dass wir alle früher oder später diese Erfahrungen machen. Ja, und somit lohnt sich der Weg hier auf jeden Fall. Also, erst einmal im vereinigten Chakra verbinden sich alle Chakren zu einem großen Chakra. Das ist wie eine Verschmelzung der Energien, der Schwingungen und somit natürlich auch der Informationen. Durch die Aktivierung betreten wir einen Zustand der völligen Losgelöstheit sämtlichen Mangels. Und das ist total irre. Also es ist so eine abgefahrene Erfahrung. Der ganze Mangel sich einfach auflöst, der einfach nicht mehr zu spüren ist. Das vereinigte Chakra ist der Zugang zu unserer eigenen Göttlichkeit. Und in dem Moment, wenn wir dieser begegnen, ja, da ist ja kein Mangel, da ist kein Zweifel, da ist einfach nur, ja, wow, also Liebe, riesig, riesig große Liebe. Und wenn du diesen Zustand ja, erreichst oder diesen Zugang durch das vereinigte Chakra durchschreitest, befindest du dich eben in dieser bedingungslosen Liebe, in deiner eigenen Göttlichkeit. Und du beginnst enorm zu leuchten. Du verspürst erstmalig, dass sich in dir ein wahres Gefühl von Frieden und bedingungsloser Liebe einstellen kann. Und das, obwohl du weiterhin hier auf dem Planeten Erde lebst. Ja, also auch wenn du vielleicht so glaubst, aus deiner, sag mal, bisher menschlichen Energie bedingungslose Liebe schon spüren zu können. Also bevor ich diesen Zustand erreichen durfte, war ich der Meinung, ich spüre schon bedingungslose Liebe, aber als ich dann einmal diesen Raum betreten durfte, wurde mir sofort klar, das habe ich noch niemals zuvor so gespürt. Ja, das können dann sogar auch andere Menschen an dir wahrnehmen. Ja, oft wissen sie nicht, was mit dir ist, aber sie sind so sehr von deiner Ruhe, von deinem Frieden und von deiner Liebe fasziniert. Das sagen sie auch, das äußern sie auch und suchen deine Nähe und deine Weisheit, deine Gelassenheit. Ja, es ist sehr, 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 sehr schön. Das vereinigte Chakra lässt uns tiefer fühlen und das Spiel der Illusionen durchschauen. Wir nehmen ein erhöhtes Bewusstsein ein und lassen unsere Bewertungen und Verurteilungen hinter uns. Du lässt also alles los, du urteilst nicht mehr, bewertest die Dinge nicht mehr, teilst nicht mehr ein in gut und schlecht, sondern lässt die Dinge einfach so zu, wie sie sind. Spirituelle Fähigkeiten werden sich verstärkt zeigen und werden mit der Zeit auch zur Selbstverständlichkeit. Wir erleben uns als göttliche Wesen und helfen der neuen Zeit, also der bedingungslosen Liebe, sich auszudehnen für die gesamte Schöpfung. Begrenzungen lösen sich schlagartig auf, zum Beispiel Krankheit,
Tod, Armut, Einsamkeit und alles bis dahin leidvolle, also all die leidvollen Themen, wirst du als Illusion erkennen. Also auch den Tod, auch die Krankheit. Alles, was dich bisher so traurig gemacht hat im bisherigen Leben, wirst du als absolute Illusion erkennen. Und damit erwachen wir aus einem langen Schlaf. Und das ist eine so unglaubliche Erfahrung, die ist auch sehr, sehr schwer zu erklären, weil wir sie mit dem Verstand nicht greifen können. Unser Verstand hat bisher die Leitthemen, die Dramen als existent wahrgenommen, als hat dem Ganzen eine Wichtigkeit gegeben. Wir haben das über viele Jahre gelernt, dass diese Dinge existieren, Tod, Armut, Einsamkeit, ja, Krankheit, leidvolle Dramen. Und wie soll ich jetzt erklären, dass, wie sich das anfühlt, das als Illusion zu entlarven? Das muss man erleben. Aber man kann es erleben, das ist sehr, sehr spannend. Ja, wenn wir dann aus diesem Schlaf erwachen, also so fühlt es sich wirklich an, als wenn du immer wach wirst und denkst, alter Schwede, was habe ich denn da geträumt? Ja, dann wird unsere Seele sich auch wieder als gesund begreifen, ja, und da breitet sich eine unglaubliche Freude aus, vielleicht wird sie hier und da heilen, ja, auf jeden Fall füllt sie sich dann wieder mit Licht und unsere Merkaba, die wird dann nochmal auf einer höheren Ebene aktiviert. Da habe ich auch einen Podcast gemacht zur Merkaba, Stirnchakra, wenn du es noch nicht gehört hast, einfach mal reinhören. Übrigens immer die Mittwochs-Podcast-Folgen gehen zurzeit schon seit längerem um die Chakren, also kannst du dich da gerne durchfuchsen. Ja, das ist dann unser Aufstieg und ich weiß nicht, ob du sowas schon einmal erlebt hast. Dieses Erwachen aus dem Spiel der Illusionen ist so wunderschön und befreiend. Es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Und solltest du diesen Prozess bewusst gehen wollen und gegebenenfalls sogar auch andere dabei unterstützen wollen, könnte meine Ausbildung zur Chakratherapeutin oder zum Chakratherapeuten etwas für dich sein. Wenn dich das interessiert, meldest du dich einfach bei mir. Kontaktdaten findest du, wie sonst auch, in den Shownotes. Ansonsten freue ich mich über ein Abo, dann bleiben wir einfach in Kontakt, immer mittwochs und sonntags. Von Herzen das Allerschönste für dich. Deine Lilla.